Das unendliche Potenzial der Eigenliebe. Sich selbst zu kritisieren und konsequent an den Pranger zu stellen, ist erschreckend einfach. Schon seit unserer Kindheit werden wir mit unseren scheinbaren Makeln und Unzulänglichkeiten konfrontiert. Wir sind zu dünn, zu dick, haben rote Haare oder eine Brille, lassen Sommersprossen sprießen auf unserer Haut oder sind einfach immer irgendwie anders. Dieses wenig schmeichelhafte Selbstbild wird häufig von Eltern und anderen Bezugspersonen geschürt, ohne zu merken, wie tief der Stachel sitzt, den sie so in unser Selbstwertgefühl pflanzen. Ein launiger Kommentar genügt meistens und wir glauben den ganzen Blödsinn, mit dem unsere Kinderseele bombardiert wird. Mitschüler und Lehrpersonen tragen das ihre dazu bei, dass wir irgendwann ein Bild von uns im Kopf herumtragen, das wir nur schwer wieder loswerden. All das führt mit den Jahren dazu, dass wir keine sehr hohe Meinung von uns vertreten. Wir konzentrieren uns auf die Mängel, die anscheinend zahlreich sind und keinen Bereich unserer Existenz aussparen. Schlechte Beziehungen und toxische Partner bringen das Fass dann zum Überlaufen. Dieser Prozess erklärt, warum es den meisten Erwachsenen so unendlich schwerfällt, sich selbst zu mögen, geschweige denn zu lieben. Es dauert oft Jahre und Jahrzehnte, bis wir wenigstens Frieden mit uns und unseren Imperfektionen schließen können. Dabei steckt in Selbstliebe ungeahntes Potenzial, das nichts mit Egoismus, Narzissmus oder einer schrägen Wahrnehmungsverzerrung zu tun hat. Warum es so wichtig ist, uns selbst gut zu finden, möchten wir dir in unserem heutigen Video vorstellen. Nummer 1. Du gewinnst die Kontrolle über dein Leben. Die wichtigste Beziehung unseres Lebens ist jene zu uns selbst. Wer hier einen guten Draht pflegt und mit Nachsicht und Liebe regiert, den kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Eigenliebe ist ein sehr kraftvolles Backup, wenn der Wind des Lebens einmal rauer wird. Es ist tragisch und beruhigend zugleich, dass wir im Endeffekt ohnehin immer allein sind. Jede große Entscheidung, jeder Herzenswunsch und jede Tragödie fordern es letztendlich, dass außer dem Gesicht im Spiegel niemand zu Hilfe eilen wird. Diese Erkenntnis mag deprimierend sein, vor allem für Menschen, die viel dafür tun, dass dem nicht so ist. Wer ständig umgeben von Familie und Freunden unter gesellschaftlichen Trittbrettfahrern ist, wähnt sich nicht allein. Doch genau das sind wir in den dunkelsten und wichtigsten Stunden unseres Lebens. Je eher wir also daran arbeiten, uns gut zu finden und großzügig über vermeintliche Fehler hinwegzusehen, desto besser. Wer mit sich selbst im Reinen ist, der kann, wenn er möchte, die Welt erobern. Das beste Team aller Zeiten geht dann nämlich an den Start und es ist nicht darauf programmiert, zu verlieren. Nummer 2. Die Zeit mit dir allein wird zum Genuss. Wer sich selbst ganz gut leiden kann, wird schon bald recht verwöhnt sein, was gute Gesellschaft betrifft. Es zahlt sich ohnehin aus, den Kreis an Menschen, den wir in unser Leben lassen, überschaubar zu halten. Wer die Selbstliebe kennt, braucht umso weniger Bespaßung und Entertainment von außen. Es ist wahrlich ein Genuss, Ich-Zeit mit sich allein zu verbringen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir diesen Menschen, den wir Tag für Tag besser kennen und schätzen lernen, akzeptieren, wie er ist. Und Akzeptanz ist bekanntlich der erste Schritt hin in Richtung Annäherung. Mit den Jahren erkennen wir, dass vieles an Negativität uns nur von außen eingetrichtert wurde und beginnen, diese Dinge zu hinterfragen. Irgendwann erkennen wir dann, dass die ganzen schlechten Meinungen, die wir von uns selbst mitgetragen haben, nur ein Produkt von Kleingeistern waren, die von Neid und Missgunst dazu getrieben wurden, uns ein schlechtes Selbstbild einzureden. Nummer 3. Eigenliebe lässt Liebe gelingen. Wer die Liebe in sein Leben ziehen möchte, muss bei sich selbst beginnen. Es reicht nicht, alle guten Gefühle und Sehnsüchte auf einen anderen Menschen zu projizieren. Noch weniger wird es funktionieren, von anderen zu erwarten, dass sie uns lieben, obwohl wir selbst nicht dazu in der Lage sind.
Liebe ist wie ein Gebäude. Wenn du Stabilität und Langlebigkeit möchtest, musst du beim Fundament beginnen und darfst dort auf keinen Fall den Sparstift ansetzen. Das Fundament der Liebe ist jene zu uns selbst. Solange dir dieser Schritt nicht gelingen mag, wird es schwierig bis unmöglich sein, das schönste Gefühl von allen herbeizuwünschen. Kein anderer Mensch kann fehlendes Selbstwertgefühl und einen Mangel an Eigenliebe kompensieren. Nummer 4. Was andere über dich denken, kümmert dich nicht mehr. Der magische Zauber der Eigenliebe bewirkt so manches Wunder in deinem Leben. Eines der überwältigsten ist vermutlich, dass es dich keinen Pfifferling mehr kümmern wird, was andere Menschen von dir denken. In diesem Zusammenhang wird uns erst so richtig klar, wie viel wir davon abhängig machen. Solange wir Zweifel an uns und unserem Image hegen, werden andere immer Macht über uns besitzen. Wir sind dann süchtig nach Bestätigung von außen und gieren nach Lob und Komplimenten. Sind wir jedoch selbst unser größter Fan und unser aufrichtiger Bewunderer, brauchen wir dieses Trostpflaster nicht mehr. Nummer 5. Allein kommst du bestens klar. Eigenliebe macht uns nicht nur stark und unantastbar, sie macht uns unabhängig im besten Sinne des Wortes. So wenig wie uns die Meinung anderer noch kümmert, brauchen wir deren Gesellschaft oder Unterstützung. Wir möchten natürlich weiterhin soziale Wesen sein, die ihr Umfeld genießen und mit anderen Menschen in Kontakt treten. Aber wir müssen es nicht mehr. Selbstliebe fördert unser Standing im Leben wie keine andere Eigenschaft. Wer dann nämlich denkt, er könne die Welt erobern, braucht es nur zu versuchen. Es wird gelingen, so wie alle anderen Vorhaben auch. Nummer 6. Du stehst zu deinen Bedürfnissen. Eigenliebe geht immer mit einer gesunden Portion Egoismus einher. Wir müssen erkennen, wer wir wert sind und wo unsere Bedürfnisse nicht bedient wurden. Wer sich selbst nicht hoch genug schätzt, steckt nämlich gerne zugunsten aller anderen zurück. Die eigenen Wünsche haben dann Pause. Anders bei Personen, die sich gut leiden können und eine hohe Meinung von sich selbst vertreten. Sie werden es nicht zulassen, dass ihre Erwartungen an das Leben auf der Strecke bleiben. Nummer 7. Das Gefühl von Sicherheit bestärkt dich. Keine Beziehung der Welt kann uns so sehr in Sicherheit wiegen wie jene zu uns selbst. Ist diese stabil und vertrauensvoll, kann kein Sturm uns etwas anhaben. Kenne deine Fähigkeiten, deine Stärken und alle deine guten Seiten. Blende die weniger guten einmal bewusst aus und schau dann nach, was übrig bleibt. Wer souveräne Charakterzüge an sich entdecken kann, den wirft so schnell nichts mehr aus dem Sattel. Eigenliebe garantiert Sicherheit und Schutz. Wenn wir auf uns selbst jederzeit bauen können, wird jedes Risiko halbiert und jedes unsichere Unterfangen steht unter einem guten Stern. Unser heutiges Fazit: Trau dich! So viele positive Nebenwirkungen hätten wir der Selbstliebe wohl kaum zugetraut, oder? Unabhängigkeit, Stärke, die Fähigkeit zu lieben und das Vertrauen in die ganze Welt liegt in dieser einen Eigenschaft verborgen. Mach es wie der kleine Prinz. Betrachte dich mit dem Herzen, nicht mit kritischem Blick und einer vorgefassten Meinung. Oder nimm dir ein Beispiel an den Abenteurer und Entdecker Wilhelm von Humboldt. Er war überzeugt, man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!